So, wie gesagt, wenn ihr ein Reaktionsvideo wollt, Meinungsvideo, Körperspracheanalyse zu irgendeinem Video oder zu irgendeiner Person, einfach in den Kommentaren reinschreiben. Mache ich super gerne. Wir lernen unheimlich viel dazu jetzt. Und auch was die Körpersprache angeht, auch ich, weil ich muss da erstmal auch reinkommen. Ich mache das normalerweise nicht so stark. Ich gehe meistens immer nach meiner Intuition, was Menschen angeht, weil ich das spüre durch meine Hände. Und wenn ich, aber jetzt vom Gucken her, wenn ich so mit, ich meine, man wird immer besser, ja, wenn man sich die Zeit für etwas lässt und das öfters macht. Also deswegen mache ich das gerne öfters und mit jedem Video wird das immer klarer. Jetzt komme ich zu was anderem, das war auch von einem YouTuber gefragt, wie mit Bitcoin umgehen. Bitcoin ist eine digitale Währung, wird die Welt komplett verändern, ist jetzt schon dabei. Und ich zeige euch mal, ich kenne einen 16-Jährigen, der hat 100.000 Dollar verdient innerhalb paar Monate mit Bitcoin. Und ich zeige euch warum. Weil der Preis extrem raufgegangen ist. Der war bei 600 Dollar in 2016 und jetzt ist er bei 4.400. Und das wird immer weiter raufgehen. Es gibt viele andere digitale Währungen, die zeige ich euch mal. Die kann man hier sehen. Und da kannst du dann sehen, was die wo die einzelnen Preise liegen. Also Bitcoin ist jetzt bei 4.400, Ethereum bei 300. Das hier sind alles verschiedene digitale Währungen. Es werden immer mehr. Ja, die sind relativ leicht zu duplizieren, zu kopieren. Und dann viele sind aber auch komplett anders und die haben verschiedene. Ich werde euch nicht genau erzählen, wie sie funktionieren. Ich kann euch aber auf alle Fälle sagen, dass das total sicher ist. Also weil viele sagen, das ist nicht so sicher und so, das ist sicher. Nur es ist immer die Frage, wo man sie selber abspeichert. Dort sind sie eventuell nicht sicher. Genauso wie wenn du jetzt irgendwas im E-Mail abspeicherst und jemand hat dein E-Mail-Passwort, dann können sie halt alle deine E-Mails sehen. Und bei den Bitcoins ist es ähnlich. Kommt drauf an, wo du sie abspeicherst. Und das Allerwichtigste ist, wenn man mit Bitcoins anfängt, dann machst du das allererste. Du kaufst dir eine Hardware-Wallet. Und das ist Hardware-Wallet. Ich zeige euch, wie das aussieht. Es gibt sehr viele verschiedene, die sehen so aus. Die schließt du per USB zum Beispiel an. Gibt es ganz viele verschiedene. Einer der bekanntesten ist das Tresor, den gibt es hier oben. Oder den Ledger hier. Das ist der hier. Und dort speichert ihr die dann ab. Und das ist jetzt sogar egal, ob ihr das verliert oder nicht, denn wenn ihr ein bestimmtes so Passwort abspeichert, dann könnt ihr das wieder herstellen sozusagen. Ihr müsst euch einfach nur die PIN-Nummer erinnern, so an mit der ihr das alles macht. Aber die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Da könnt ihr euch das so einen erstmal kaufen. Also bevor ihr mit Bitcoin anfängt, müsst ihr euch so eine Hardware-Wallet kaufen. Da scherze ich nicht, das ist echt super wichtig. Weil alles andere ist, wird ihr, kann gehackt werden und gestohlen und sowas. So, also ihr kauft euch so eine Hardware-Wallet, die kostet irgendwo zwischen 50 und 200 Dollar, also sagen wir mal 40 bis 150 Euro. Und die habt ihr, die könnt ihr dann immer haben. Ja, ist halt so. Und dann geht ihr zu einer Webseite. Da gibt es viele verschiedene, wo ihr sagt, Bitcoin kaufen. Wo kann ich Bitcoin kaufen? Bitcoin kaufen zum Beispiel. Hier sehe ich bitcoin.de. Das ist, glaube ich, in Deutschland eine bekannte Seite. Und da kann man dann Bitcoins kaufen. So. Und, oh, bitte die Lautstärke höher machen. Da habe ich wohl was versaut. Okay, wenn ich das wohl höher mache. Ich dachte, ich war schon am Anschlag. Nee, gut. Dann mache ich das gleich mal hier. Ich hoffe, dass das nicht zu laut wird. Gehe ich auch hier auf 65 auf meinem Vorverstärker. So, ich meine, kann ich mich eigentlich selber sehen? Nee, ich kann mich jetzt gerade nicht selber sehen. Schade, weil sonst würde ich euch zeigen, wo ich den Vorverstärker habe. Naja, gut, also hier gehen die Preise rauf und runter und da kann man kaufen. Ihr müsst keinen ganzen Bitcoin kaufen, also ihr müsst nicht irgendwie 4.000 Euro haben, sondern ihr könnt auch zum Beispiel wie der hier 0,04 Bitcoin kaufen. Das spielt überhaupt keine Rolle, wie viel ihr kauft. Das ist alles nur eine Nummer sozusagen.
Also ihr könnt auch für 20 Euro kaufen. Natürlich, wenn ihr eine Hardware-Wallet für 100 Euro kauft, solltet ihr euch gleich 100 oder 200 Euro an Bitcoin kaufen. Es ist erstmal nicht garantiert, dass der Preis immer nach oben geht, aber hier geht es auch erstmal um den Lernfaktor, nicht so gleich um das Geld machen, sondern erstmal alles ausprobieren, wie funktioniert das. Also Hardware-Wallet, dann zum Beispiel bitcoin.de, die Bitcoins kaufen. Und dann bekommt ihr eine Adresse. Ich zeige euch das mal. Typical Bitcoin Address. Die sieht dann so aus. Das hier ist zum Beispiel eine typische Bitcoin-Adresse. So. Und das ist wie deine E-Mail, sage ich mal, diese Adresse. Und wenn jemand diese Adresse hat, dann kann er dir Geld schicken, diese digitale Währung schicken. Und das kannst du aus jedem, wenn du zum Beispiel bei bitcoin.de bist, kannst du diese Adresse nehmen und jemandem Geld schicken. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Hardware-Wallet hast, dann hat die auch, oh, da kommt euch gleich wieder als nächstes. Okay, oh, jetzt wird es echt viel, den ganzen Tag beschäftigt. Okay, du kannst eine Hardware, boah, es ist schon 4 Uhr, den ganzen Tag am YouTube. Deine Hardware-Wallet hat dann auch so eine Adresse und die kopierst du. Und dann bist du zum Beispiel bei bitcoin.de, ich habe da jetzt kein Konto, ja, aber wenn du jetzt ein Konto da hättest, dann gibst du diese Adresse dort dann drin ein und wie viele Bitcoins du da hinschicken willst, von denen du die gekauft hast. Und dann landen die auf deiner Hardware-Wallet, also auf deiner Hardware-Geldbörse. Es ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, vor allem dann mit den Hardware-Wallet hat und so, es ist einfacher, als es scheint. Also die Technologie, die dahinter ist, wahnsinnig kompliziert, aber das ist genauso bei Banken und so und trotzdem kann man das benutzen. Und dann gibt es noch viele andere Dinge, in die ich jetzt nicht näher reingehen will, wie zum Beispiel ICOs und so. Da kannst du dann bei Firmen einsteigen und dann ein bisschen was dazu kaufen, so Tokens kaufen von den Firmen und dann kann man dann sehr viel Geld damit machen. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wo ist eine gute Anlaufstelle? Merkt man in Google, wenn man zum Beispiel, was ist Bitcoin? Das kommt gleich oben, was ist Bitcoin? Jetzt sucht das natürlich schon jeder so. Wie unterscheidet sich von anderen digitalen Währungen? Wer hat es erschaffen und so? Da kann man ein bisschen was drüber nachlesen. Ich finde es jetzt nicht so wichtig, darüber so viel zu wissen, weil es ist echt extrem kompliziert auf der technischen Ebene und wenn ihr da noch nicht fit seid, sage ich mal, dann seid ihr wahrscheinlich eh keine Techies und dann ist das auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, es ist wichtig, dass man anfängt zu lernen, dass alles durch digitale Währungen ersetzt wird, auch zum Beispiel das PayPal und so, und dass man jetzt schon ein bisschen lernt, damit umzugehen, ja, damit man weiß, wo man das am besten speichert. Und diese Hardware-Wallets, ich gehe nochmal drauf. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Also zum Beispiel hier bei Amazon gibt es den Ledger Nano. Das ist eine Hardware USB. Kann man zu gerade nicht available, aber man kann hier zum Beispiel Bitcoin Wallet. So. Das sind aber keine Bitcoin Wallets. Haha. Ja, aber man muss sie nicht über Amazon bestellen. Man kann sie auch so Bitcoin. Ah, hier. Hier zum Beispiel. So, super. Ja, also kannst du von hier kaufen. Das kostet jetzt 90 Euro neu. Und da bist du gut dabei. Ich verstehe nicht, wieso ich den Sound noch lauter machen soll. Das ist ja schon auf Maximum, oder? Moment, ich probiere das mal. Jetzt ist es da, tada. Da, 3,3 minus 3,3 dB. Ich glaube, jetzt geht's. Jetzt ist perfekt. Vielleicht war es vorhin wirklich ein bisschen leise. Okay, was noch dazu? Momentan wird da wahnsinnig viel dran entwickelt. Das ist richtig krass. Moment, CoinMarketCap gehe ich da was. Das ist meine Lieblingsseite. Hier kann man die alle schon im Überblick sehen. Da wird super krass viel dran entwickelt. Und hier zeige ich euch mal. Bitcoin ist momentan 72 Milliarden wert, Ethereum 28 Milliarden, Bitcoin Cash 10 Milliarden, 8 Milliarden Ripple, 3,5 Milliarden Litecoin. Und hier sieht ein tägliches Volumen. Also werden schon 1,7 Milliarden Bitcoins gekauft und verkauft täglich. Ja, also das ist
weltweit am explodieren. Was, wieso kratzt das so? Ich höre da so ein Kratzen. Vielleicht ist das aber nur. Und hier seht ihr, wie sich das entwickelt hat seit 2014. Extrem raufgegangen. Es ist keine Garantie, dass das immer so raufgehen wird. Ja, man kann nur ein bisschen am Wert verlieren. Und deswegen geht es auch darum, am Anfang erstmal so ein bisschen damit zu spielen, sich damit auseinanderzusetzen. Noch was. Erst die Hardware-Wallet. Dann auf Bitcoin.de Bitcoins kaufen. Zum Beispiel hier auch kaufe Bitcoins mit Kreditkarte. Also das geht auch. Also erstmal ausprobieren. So 100, 200 Euro. Ja, und die gehen nicht verloren. Also keine Angst. Sondern die landen einfach auf der Hardware-Wallet und da sind die dann für immer und ewig sozusagen. Und ihr könnt mit denen machen, was ihr wollt. Es gibt auch schon viele Läden, die das anbieten. Es gibt auch Geldautomaten mittlerweile, auch in München zum Beispiel, die, wo du da das gegen Geld eintauschen kannst, wieder zurücktauschen kannst. Auch am Geldautomaten kannst du auch Bitcoins kaufen, indem du da Geld reinschiebst. Es geht also gar nicht so rum, dass du jetzt da viel Geld investierst und dass du das so ausprobierst, sondern also so als Investition nutzt, sondern dass du es eben einfach mal ausprobierst. Dass du lernst, wie man damit umgeht. Und manche Leute wirklich, die machen alles Mögliche in digitalen Währungen. Die sind Affiliates, also machen Werbung für andere, die Bitcoins verkaufen. Auch YouTuber, die dort über Bitcoin reden und dort Affiliate-Links haben. Also so Partner-Links. Leute, die tagtäglich an- und verkaufen digitale Währungen. Das ist jetzt natürlich nicht für jeden interessant. Aber wer vielleicht als junger Mann, Frau sich dafür vielleicht doch interessiert, dann wird das eine ganz neue Welt eröffnen, aus der du wirklich, ich sag mal, wenn du jetzt arm bist oder wenig Geld hast, das ist deine Möglichkeit, total aus der Armut zu kommen oder aus dem wenig Geld zu haben. Weil die meisten Menschen müssen dann normal in die Arbeit und für 1000, 2000 Euro monatlich irgendwie arbeiten gehen. Und das hier ist dann wirklich die Möglichkeit, sich davon total abzuheben, wo du nicht mehr auf eine Arbeit angewiesen bist. Also für manche ist das schon Realität, für manche nicht, für mich noch nicht. Aber wie zum Beispiel dieser 16-Jährige, der hat wirklich, ich glaube in 4 Monaten oder so, hat er 100.000 gemacht und das war erst der Anfang für ihn. Ja, und das ist einfach, weil er auf seinen YouTube-Videos hat er Werbung geschalten für Firmen, die Bitcoin verkaufen und er kriegt ein bisschen Prozente dafür. Und das läuft einfach bei ihm. Und das ist ja immer mehr in Frage, auch auf Facebook. Auf Google habe ich die Bitcoin-Suche gesehen. Ich zeige euch das mal. Google Trends. Auf Google Trends kann man sehen, was gesucht wird. Gibt es einfach hier ein Bitcoin. Bam. Also das ist so weltweit, wie es nach oben geht. Zum Beispiel auch hier in Nigerien. Kenne ich sofort. Ich kenne so viele afrikanische Staaten. Ich kenne viele. Das ist Bolivien. Okay, ich sage euch vorher was, was ist. Australien, gut, kennt jeder. Indonesien, zack. Pakistan, pla. Ich mag Landkarten. Das hier ist Argentinien, klatsch. Hier ist Peru, zack. Brasilien, zack. Kolumbien, warte. Moment. Ah, okay, verbockt. Ich dachte, hier ist Kolumbien. Venezuela, Kolumbien. Venezuela, Mexiko. Okay, Moment. Äthiopien, würde ich schätzen. Nee, Kenia, verdammt. Okay, hier Marokko. Yes. Und gleich neben Marokko ist Tunesien. Nein, Algerien, verdammt. Na gut, okay, zurück zu Bitcoin. Also ihr habt dann diese Adressen. Oh, das ist das Logo von Bitcoin. Finde ich gut. Ich glaube, das wäre für den Anfang alles. Also es ist sehr einfach. Dann gibt es nicht viel zu wissen. Ihr kriegt diese Adresse, ihr geht auf BitMG, verkauft welche, tut es auf die Hardware-Wallet, erst die Hardware-Wallet besorgen und dann seid ihr schon neugierig und dann guckt ihr immer so, was der Preis macht, eben auf CoinMarketCap und dann lernt ihr die anderen kennen und dann liest ihr immer mehr und 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 mehr, bis ihr ganz viel darüber wisst. Und dann lernt ihr halt auch kennen, welche so die Vorteile von den einen oder anderen Währungen sind und so.
Und welche da, ja, das war's. Warum wird das alles ersetzen? Das würde ich noch gern sagen. Ganz einfach. Keiner kann dir bestimmen, dass du nicht so eine Adresse hast. Das heißt, wenn du ein Bankkonto willst, dann musst du ein gewisses Alter haben, Dokumente etc. Hier kann das keiner bestimmen. Kann keiner stoppen, kann keiner bestimmen. Der Transfer ist fast sofort. Der Transfer kostet dich nichts. Du kannst anonym von jemandem zu jemandem anders schicken. Ja, einige Währungen von denen sind noch anonymer als Bitcoin. Du kannst, also wie gesagt, keine Transaktionskosten. Du kannst so wenig und so viel schicken, wie du willst. Keiner kann dir sagen, nein, kannst du nicht schicken. Und da gebe ich ein Beispiel dazu. In Amerika gab es viele Beispiele, wo jemand vielleicht mehrere tausend Euro, Dollar, jemand anders schicken würde und die Bank hat es blockiert. Oder die Bank hat einfach das Konto geschlossen und ihm einen Scheck geschickt und der musste sich dann eine andere Bank finden. Alle diese Dinge, die werden komplett verschwinden. Oder zum Beispiel, wenn du als Verkäufer Kreditkarten annehmen willst, musst du durch so einen Prozess durch. Das musst du bei Bitcoin nicht. Du kannst einfach sofort heute anfangen, Bitcoins entgegenzunehmen. Dann war das Thema mit Tanzverbot und Bitcoin und PayPal und die haben ihm ja den PayPal gelöscht. Und dann konnte er nichts mehr annehmen. Und das geht bei Bitcoin nicht. Du kannst immer annehmen. Und wenn du, dir kann das nicht geschlossen werden. Du kannst es auf deinem Handy haben, du kannst es auf der Hardware-Wallet haben, du kannst es auf dem PC haben, wo immer du auch willst. Ja, also deswegen wird das alles ersetzen. Und diese Software wird dezentralisiert entwickelt, die wird im Open Source auch entwickelt. Und dadurch kann das keiner stoppen und mehrere Programmierer gucken sich den Code gleichzeitig an, also wird kein Blödsinn damit gemacht. Das so mal so halbwegs erklärt. Und dann kann man hier nur mal draufklicken, weil es waren jetzt nur 7 Tage und dann kann man hier von Anfang an sehen, Juli 2013 war es 114, jetzt ist es 4000 wert. Also in der Zeitsparte, das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, war das besser als jede Aktie, so ungefähr. So, das